Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HKT Recap. Dieses Mal mit am Start natürlich wieder Sniper Ghost Warrior und Minecraft. Im ein bisschen anderen Sinne, aber dazu kommen wir gleich. Wir beginnen, wie gesagt, mit Sniper Ghost Warrior Episode 32. Und die Frau ist brutal, muss man so sagen, aber sie ist auch echt geil. Oh ja, das Vibe, das hat es mir angetan. Wer wissen will, wovon ich rede, der sollte sich einfach die letzte Sniper Ghost Warrior Episode anschauen. Da war sie ein bisschen radikal angehaucht. Aber gut, weiter geht's dann am Montag. LS15, ich weiß, LS15. Ja, Episode 21 von unserer alten Multiplayer-Reihe mit dem Hefe und mit dem Memo. Und Hefe ist da am Getreideernten. Und ich düse hinter ihm her und ja, wer wissen will, wie das ausgeht oder was da dann dabei rauskommt, der sollte sich die Folge da anschauen. Der Link dazu ist oben rechts in der Infocard. Dann ist die erste Folge Arc dieser Woche soweit. Ole lockt sich aus und bleibt einfach stehen. Der Ole, der kann irgendwie im Stehen schlafen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber war auf jeden Fall ganz witzig. Wer sich das geben möchte, der Link dazu ist natürlich auch in der Infocard. Ich betone es immer noch wieder. Arc, schaut es euch an. Es ist wirklich eine Serie, die richtig, richtig geil ist, die uns unglaublich viel Spaß gemacht hat. Wie gesagt, wir sind da mehrere Leute im Teamspeak. Wir werden auch in Zukunft immer mehr werden. So viel kann ich schon sagen. Ich habe da nämlich schon viele Folgen aufgenommen. Ich sage nicht, wie viele. Gut, dann ist aber Mittwoch, Timolia, und dieses Mal gab es keine richtige Folge, dafür tut mir leid, aber wie gesagt, momentan bin ich einfach unglaublich mit Arc, ich bin einfach unglaublich mit Arc begeistert, aber ich hatte dann noch ein kleines Video, und zwar hatte ich damals eine Schallplatte gefunden, von also diese Enderman-Drops Schallplatten-Dinger da, und da habe ich mir meine erste, die habe ich quasi mir mal angehört und habe das aufgenommen, und davon gibt es quasi das Video dazu. Müsst ihr mal schauen, ob ihr es überhaupt noch anschauen könnt, weil das Ganze enthält nämlich urheberrechtlich geschützten Inhalt, von dem her da ein bisschen Probleme eventuell, aber war auf jeden Fall ganz witzig. Wer den Song hören möchte hier, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Dann ist Bedtime Episode 14, und nachdem ich sie in der letzten Folge, letzte Woche oder in der letzten Folge vergessen habe, in der letzten Woche, aber habt ihr ja letzte Folge schon ein bisschen was gesehen zu dieser Folge, und von dem her gehen wir da jetzt eigentlich gar nicht mehr groß darauf ein. Ich meine, wir haben es jetzt letztens schon einen Trailer gesehen, dann habt ihr es jetzt eben gesehen. Wer es verpasst hat, einfach oben rechts, wie gesagt, der Link zu dem Video. Dann ist Freitag Arc Episode 6. Wie, lassen wir den Dodo? Vor allem, wie er den nimmt. Geh weg, wie, stell den ab. Und da klaut der Tweet einfach den Dodo vom Ole. Und das ist, wie gesagt, es ist einfach eine mega, mega witzige Serie, und die wird uns, wie gesagt, einige Zeit begleiten, so viel kann ich schon mal sagen. Es werden weiterhin Doppelfolgen kommen in der Woche. Es ist einfach geil, das Game, wirklich, wie gesagt, wir sind da momentan echt so gehypt. Deswegen, Leute, bleibt dran, ja? Unbedingt anschauen und genießen, so viel kann ich dazu sagen. Gut, was ich auch noch dazu sagen kann, ist der Kommentar der Woche. Und dann muss ich mir fast kurz raussuchen. Ich habe den vorher eigentlich schon gespeichert. Jetzt muss ich bloß schnell schauen. Recap, Kommentar. Hier haben wir ihn. Der kommt dieses Mal von Mike Tyler. Und zwar unter dem Xbox Speicherplatz erweitern Video hat er geschrieben. Also, dass der Xbox One, oder das mit der Xbox One 500 GB und davon nur 360 GB frei hat, ist ein blanker Witz. Falls die nächste Generation wieder mit so einer niedrigen Speicherkapazität, braucht man die nicht mehr zu kaufen. Fazit ist, bei der PS4 behält das System nur 30 GB und man hat wenigstens 470 GB frei, im Gegensatz zur Xbox One mit 360 GB. Muss zugeben, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht überprüft, und ehrlich gesagt, mir kommt es eigentlich schon mehr vor als 360 GB, aber ich kann mich eben auch täuschen, müsste ich direkt mal nachschauen. Er hat auch außerdem geschrieben, hab beide Konsolen, muss leider zugeben, dass der PS4 weniger Leistung hat. Eigentlich ist das die PS4, aber ist okay, wir gehen hier nicht auf Rechtschreibung ein, weil da brauche ich gar nicht erst anfangen. PS4 weniger Leistung hat und weniger Strom verbraucht als die One und trotzdem eine bessere Grafik hat. Dazu steht bei jedem Spiel, wie viel Speicher das Spiel hat auf der Verpackung, und im Gegensatz zur One. Und das findet er schade. Ich habe geschrieben, ja, ich muss auch sagen, dass Microsoft mit der One nicht gerade geglänzt hat. Ich finde, dass sie es besser gemacht haben mit der X. Auch wenn
da natürlich der Preis eine andere Kategorie nochmal ist. Ich meine, sie kostet so viel wie die One damals, als sie rausgekommen ist. 500 €. Ja, ist trotzdem, es ist einfach ein stattliches Bündel Geld. Aber Preise sind immer so eine Sache, auch DLC-Politik muss ich auch immer wieder sagen, wenn ihr euch das anschaut bei Landwirtschaftssimulator, finde ich es eigentlich mit am schlimmsten mittlerweile. Von Call of Duty natürlich gar nicht mal ganz mal zu schweigen, wenn du da für 100 € einen Season Pass kaufst oder was auch immer. Und dann da immer so 5. Das ist eigentlich halt die Krönung von dem Ganzen, aber da ist es mittlerweile eigentlich schon normal. Und LS17 hat halt damit diesen 15 € DLCs nicht wirklich glänzen können. Wir werden sehen, nächstes Jahr um diese Zeit spielen wir mit Sicherheit fleißig den LS19. Ich freue mich jetzt schon darauf. Bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe auch, dass ihr auf das nächste Video von mir gespannt seid. In diesem Sinne könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Oder wir sehen uns dann einfach in der nächsten Woche im nächsten Recap wieder. Wenn ihr quasi nicht so viel Zeit habt, dann ist diese Serie hier natürlich für euch die richtige. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich hole mir jetzt ein Bier und dann spiele ich Ark, denn ich habe gesehen... Hier rechts in meiner Freundesliste, Twi spielt Ark. Ole wird wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten müssen. Von dem her machen wir halt das zur Zeit. In diesem Sinne, Leute, Prost und Tschüss.